Ljubljana hat ein ausgezeichnetes Spiel gezeigt und der SC Bern hat nur mit wirklich sehr, sehr viel Glück gewonnen. Die Slowenen am Schluss äußerst verärgert und dies durchaus berechtigt. Ljubljana war nicht die einzige Mannschaft, die gestern den Aufstand geprobt hat. Drei Mannschaften haben dies erfolgreich getan, nämlich der HC Milano beim 4:2-Sieg gegen Turku. Und auch Rouen aus Frankreich schlug Titelverteidiger Djurgården Stockholm. Dukla Jilava unterlag Valerengen aus Norwegen mit 1:2 und lediglich Düsseldorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 21:0 wurde Steaua Bukarest regelrecht niedergekantert. Ein Resultat, das wir heute sicherlich nicht sehen werden. Wir hoffen natürlich, dass sich der SC Bern steigen kann und dem großen Favoriten aus Moskau Paroli bieten kann. Rexi Ruotsalainen in der Startformation, also wieder dabei, zusammen mit Andreas Beutler im Sturm, Howald jetzt an der Scheibe, zusammen mit Hagmann und Thomas Vrabec, der gestern einmal den Pfosten getroffen hat und dann auch das 2:2 Ausgleichstor erzielen konnte. Sekunden gespielt, eine erste Möglichkeit hier in der Wiederholung für Dynamo Moskau. Nach wie vor steht es 0:0. Renato Tosio mit einigen Problemen. Gestern übrigens als bester Spieler seiner Mannschaft ausgezeichnet. Und in der Tat konnten die Berner ihm verdanken, dass am Schluss nicht Olympia Ljubljana als Sieger vom Platz ging. Bill Gilgen hat die Mannschaft umgestellt, hat reagiert auf die eher schwache Leistung von gestern. Doch ich glaube auch, die Mannschaft wird heute sicherlich mit einer ganz anderen Einstellung ins Spiel gehen. Und diese Grundeinstellung ist es schließlich, die dann den Start einer Mannschaft bestimmt. Ein Start, der eminent wichtig ist im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Partie. Rockenmoser, das 1:0 durch Harry Rockenmoser, elegant lässt der Torhüter Trefilov aussteigen, ein Auftakt nach Maß, nach 1 Minute und 15 Sekunden, also das 1:0 für den SC Bern, der ganz anders gestartet ist als gestern, da hat man Harry Rockenmoser zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das 1:0 für den SC Bern, das wir uns gerne noch einmal anschauen. Schön typiert und in den Fallen ins leere Tor geschoben. Harry Rockenmoser in dieser Saison vom SC Rapperswil-Jona zum Schweizer Meister Bern gestoßen. Sein 6. Saisontreffer, 5 in der Meisterschaft, einer jetzt im Europacup. Uns kann es nur recht sein, wenn der große Favorit Dynamo Moskau gefordert wird. Granoll hier an der Bande, eine Strafe angezeigt gegen den SC Bern. Halten zeigt Schiedsrichter Kari Nieminen aus Finnland an. Es trifft Captain Martin Rauch. Nach 1 Minute und 58 Sekunden also schon die große Möglichkeit für Dynamo Moskau, den Ausgleich zu erzielen.
Ein bisschen hart die Entscheidung, würde ich sagen, aber wenn Schiedsrichter Niemin in diese Linie durchzieht, dann wird wahrscheinlich auch der eine oder andere Sowjet auf die Strafbank wandern. Es ist schwierig, die Schraube dann später anzuziehen für einen Schiedsrichter, deshalb vielleicht diese harte Linie gleich zu Beginn der Partie. Eine kleine Verschnaufpause für den SC Bern. Die Sowjets müssen neu aufbauen. Noch 1 Minute und 30 die Strafzeit. Ruotsalainen verliert die Scheibe an Bakumutov. Wieder eine Strafe angezeigt, erneut gegen einen SCB-Spieler. Andreas Beutler ist gar nicht einverstanden damit. Crosscheck. Ja, jetzt kommt es ganz, ganz schwierig während einer Minute und drei Sekunden. 5 gegen 3, das sind normalerweise Situationen, die sich eine sowjetische Mannschaft nicht entgehen lässt. Wollen wir schauen, wie sich der SC Bern zu wehren weiß. Schiedsrichter Nieminen wird sich also jetzt sicherlich nicht den Ruf eines Heimschiedsrichters einhandeln. Denn bei 5 gegen 4, da findet doch die eine oder andere Rangelei vor dem Tor statt. Das Powerplay Renato Tosio und Rucci kann befreien. Noch 43 Sekunden sitzt Martin Rauch auf der Strafbank. Und während etwas mehr als 1 Minute und 30 Andreas Beutler. Schlecht das Powerplay, 5 gegen 3, gut die Aufteilung der drei Berner. Tosio aktiv mit dem Stock dazwischen. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt dann vielleicht eine kleine Kompensation kommt, wenn sich ein Berner einmal geschickt fallen lassen würde. Oh, da wäre Tosio beinahe von diesem abgelenkten Schuss überrascht worden. Immer noch die Sowjets im Nachschuss, im doppelten Nachschuss mit der Nummer 21, Kaidarov, der Torschütze, zum 1:1. Ein bisschen zu wenig lang haben die drei Berner ausgehalten. Sonst hätte auch Beutler zurückkehren können. Nein, ich habe mich geirrt. Es hat gerade noch gereicht. Jetzt wieder 5 gegen 5. Also beide Strafen vorbei. Die eine, weil sie abgelaufen war, die andere wegen dem Tor. Hagmann. Immer noch die Berner, gut. Beutler, schlecht das Zuspiel auf Ruotsalainen. Nach 4 Minuten und 35 Sekunden die ersten polysportiven Einlagen der beiden Mannschaften. Man sagt immer ein bisschen im Europacup, da geht es um nichts, aber wenn man diese Szenen sieht, dann sind doch beide Mannschaften mit vollem Herzen dabei, beide wollen gewinnen. Bei Dynamo spielt wahrscheinlich noch das letzte Jahr mit die Schande, dass eine sowjetische Mannschaft im Europacup nicht gewinnen konnte. Dynamo verlor im Finale gegen Djurgården Stockholm und diese Schmach sitzt immer noch tief. Das will man in diesem Jahr korrigieren. Tosio spielt heute sehr aktiv mit. Burillo. Sehr gut. Rockenmoser wieder
eine gefährliche Situation von diesem Sturm, dem 30er Sturm, die 32 Burillo, 35 Montandon und 37 Harry Rockenmoser, der erneut eine Chance hatte, die Berner in Führung zu bringen. Hirschi beim Bulli. Martin Rauch gut abgeblockt. Ein Offside ist angezeigt. Die drei Berner müssen das Drittel verlassen, damit es aufgehoben ist. Jetzt ist die Scheibe draußen und deshalb auch das Offside. Hier müsste man allerdings unerlaubten Befreiungsschlag abpfeifen. Tosio, wie man ihn kennt, ein super Torhüter und ein bisschen Showman. Denn Trainer Vorobliov mit einer sorgenvollen Miene, er ist Assistenztrainer bei Dynamo, denn auch Head Coach Wladimir Jursinov ist am Deutschland mit der Nationalmannschaft. Er ist Assistenztrainer, vielleicht das ein Grund, weshalb gleich 7 Spieler von Dynamo Moskau in der sowjetischen Mannschaft dabei sind. Sonst war es ja meistens ZSK Moskau, die den Hauptharst des Nationalteams stellte. Gefährlich, viel Platz jetzt. Wieder für den Torschützen Kaidarov. Triolzi etwas unsanft angegangen, eine Strafe angezeigt. Auch hier Crosscheck richtig. Wenn man bei Andreas Beutler den Crosscheck abpfeift, dann ist auch diese eine Strafe. Die Linie also klar von Schiedsrichter Nieminen. Und die Nummer 15 der Sowjets, Galchenyuk, geht auf die Strafbank für 2 Minuten. Nochmals die Situation, der Stock oben ganz klar und was man nicht mehr sehen konnte, der Sturz von Roberto Triolzi. Jetzt ist er wieder an der Scheibe, eine Unsicherheit von Ruotsalainen. Wieder Rexi Ruotsalainen, der ausgezeichnete Schlittschuhläufer. Viele Jahre hat er in der NHL gezeigt, was er kann, und auch gegen die Sowjets zeigt sich seine läuferische Klasse. Oh, das hätte ins Auge gehen können. 2 Russen spekulierten auf den Gegenstoß und mit etwas Glück konnten die Berner die Scheibe im Drittel behalten. Jetzt aber ist der Puck draußen. Sven Leuenberger muss hinter dem eigenen Tor neu aufbauen. Fliegender Wechsel der Berner. Gut, auf Rucci. Wieder Leuenberger. Elegant weitergeleitet von Howald. Hagmann. Niemand vor dem Tor. Wieder Hagmann, Vrabets. Immer noch kein SCB-Spieler vor dem Tor, der auf einen Abpraller lauen könnte. Jetzt im Nachschuss Rucci. Immer noch gefährlich. Kowald, Vrabets. Rucci. Vrabets. Sehr schön gesehen. Kowald. Jawohl! Das 2:1 durch Patrick Kowald nach 8 Minuten und 2 Sekunden, nach einem wirklich sehenswerten Powerplay. Der öffnende Pass von Thomas Vrabets auf die andere Seite. Patrick Kowald
findet die Lücke bei Trevilov. 2:1 für Schweizer Meister SC Bern und dies durchaus verdient. Jetzt gilt es, keine Strafe einzufangen für den SC Bern, ein paar Minuten dieses Resultat zu halten. Nicht wie beim 1:0, als man postwendend den Spielern von Dynamo Moskau die Chance gab, in Überzahl zu spielen. Immerhin schon 33 Sekunden ohne Strafe gegen den SC Bern überstanden. Ich sage es gerne häufig, der SC Bern führt mit 2:1 gegen Dynamo Moskau. Berci, auch hier klar abgepfiffen, angezeigt die Strafe gegen einen Sowjet. Stockschlag. Und genau das Umgekehrte passiert, ein Moskauer geht auf die Strafbank. Es ist die Nummer 19, Yashin. Nochmals das Vergehen. Ja, Haken oder Stockschlag ist eigentlich egal, 2 Minuten, das ist wichtig. Für den SC Bern ein 3:1, das würde schon gut tun. Beutler. Recht offensiv, die Sowjets auch zu viert. Ruetzalainen, ein schlechtes Zuspiel eines Dynamo-Spielers, der die Scheibe wohl besser aus dem Drittel gedroschen hätte, hätte beinahe Ruetzalainen, den wir hier im Bild sehen, die Möglichkeit geboten, die Berner mit 3:1 in Führung zu bringen. Rabetz beim Bulli, gewinnt es, Ruetzalainen, Beutler. Wieder die drei Stürmer, die beim 2:1 auf dem Eis waren. Rabetz jetzt an der Scheibe, Howald und Hagmann zusammen mit Sven Leuenberger und Ruetzalainen in der Verteidigung. Ruetzalainen jetzt im 1 gegen 1 und da lässt er sich nicht beunruhigen, auch wenn sein Gegenüber ein sowjetischer Meister ist. Die Berner jetzt mit etwas Mühe beim Powerplay, Rucci kann die Scheibe im Drittel behalten, Hagmann, Vrabets. Gut gedacht, schlecht gespielt und noch 20 Sekunden sitzt Yashin auf der Strafbank. Es wird wohl nichts mit dem 3:1 für den SC Bern, aber auch nichts mit dem schnellen Ausgleich wie nach der 1:0 Führung. Unerlaubter Befreiungsschlag, Eingabe vor dem Tor von Trefilov, der ja auch lange Zeit in der Nationalmannschaft gespielt hat, jetzt allerdings keine Berücksichtigung mehr findet.
im Nationalteam. Torhüter Stalenkov, Verteidiger Sorokin, Karpovsev. Plus die vier Stürmer Semak, Shamnov, Kaminski und Andrievski. Offside gesehen und abgepfiffen von den beiden Linienrichter, die aus Italien und Finnland kommen. Achtung, 2 gegen 1 Situation. Burillo musste zurückeilen. Die Scheibe immer noch im Drittel der Berner. Montandon. Wieder Burillo. Nicht ungefährlich dieser Schuss. Die Scheibe kullerte, lag nicht flach auf dem Eis, deshalb der Schuss etwas missglückt. Nach 11 Minuten und 44 Sekunden führt der Schweizer Meister SC Bern gegen Dynamo Moskau mit 2:1. Und hat jetzt bereits mit dem 3:1 durch Alan Evers gezeigt, dass sie um Klassen besser spielen als gestern. Ja, so frei darf man Alan Evers natürlich nicht zum Schuss kommen lassen. Ein kapitaler Fehlpass. Alan Evers mit dem 3:1 nach 11 Minuten und 51 Sekunden. Er hat sich offenbar gut erholt von seiner Gehirnerschütterung. Der Kanadier im Team des SC Bern, gestern nach Anlaufschwierigkeiten einer der besten im Team des SC Bern. Heute mit seinem Treffer hat er seine gute Leistung von gestern bestätigt. Triolzi, die Scheibe immer noch im Drittel der Berner. Oh, da ist Ruotsalainen um eine Strafe herumgekommen. Jetzt kann Andreas Beutler aufbauen. Triolzi, Horak ist frei, hat die Scheibe. Triolzi, 1 gegen 1. Horak. Aufsässig die Berner, wie gestern die Slowenen, die dem SC Bern so viel Mühe bereiteten. Doch mit dieser Leistung hätte der SC Bern gestern wohl keine Mühe gehabt gegen Olympias Ljubljana. Gut, aber sehr riskant gespielt, auch Patrick Kowald. Der Gegenzug über Dorofev. Roloff. Ein Stockschlag abgepfiffen von Judin, der die Scheibe ganz gefährlich für Renato Tosio abgelenkt hatte. Crosscheck, das Verdikt von Schiedsrichter Nieminen. Nochmals diese Situation, jetzt der Schubser des Berners und der Stockschlag von Judin.
Rucci. Wieder der 30er Sturm mit Burillo, Montandon und Rockenmoser. Wieder Rockenmoser. Burillo. Riskant, was die Sowjets jetzt machen. Wenn die Scheibe hinauskommt, dann sind drei russische Spieler in der Ecke blockiert. Nicht schlecht, aber wenig zwingend das Powerplay der Berner. Burillo. Montandon. 2 gegen 2 gegen Zug. Gut aufgepasst von Leuenberger. Fliegender Wechsel auf beiden Seiten. ...22 Jahre alt ist der Alexander Judin. Überhaupt haben die Sowjets eine sehr, sehr junge Mannschaft. Viele Spieler mit Jahrgang 70 oder älter. Und trotzdem ist keiner der Juniorenmannschaft dabei, die im August oder im September in Zürich ein Juniorenturnier gewonnen hat. Ich habe es bereits erwähnt, das Reservoir an guten Spielern offenbar im Club von Dynamo fast unerschöpflich. Alan Havers. Sehr gut, das Dribbling. Noch 10 Sekunden dauert die Strafe gegen Judin. Und noch 4,5 Minuten das erste Drittel. Jetzt wieder 5 gegen 5. Unerlaubter Befreiungsschlag. Eingabe vor dem Tor von Andrei Trefilov. Gestern hatten sie alle Platz auf den Sitzplätzen unten. Heute sind die Stehplätze jetzt mit der Zeit schon recht gut gefüllt. Aber es ist schwierig in diesem riesigen Stadion mit 16.000 Plätzen zu schätzen, ob es jetzt 3.000 oder 5.000 Zuschauer sind. Eine 2-Minuten-Strafe erneut. Abgepfiffen, diesmal trifft es einen Berner. Es ist Berci, der nach 15 Minuten und 59 Sekunden für 2 Minuten Platz nehmen muss. Hier nochmals diese Situation. Ja, das Stock wegziehen hat Schiedsrichter Nieminen wohl als halten taxiert. Deshalb jetzt diese Überzahlsituation für die Sowjets. Perni hinter dem Tor gegen Vrabets und Ruotsalainen elegant gemacht. Ein paar Sekunden herausgeholt. Ganz genau noch 1 Minute und 22 Sekunden sitzt Peter Berci auf der Strafbank. Das Überzahlspiel jetzt Judin. Das 3:2 durch Alexander Judin, der vorher auf der Strafbank saß, elegant gewartet, bis Renato Tosio auf dem Boden war und dann ins Tor geschoben. Nochmals diese Situation jetzt. Ich
Renato Tosio hatte da wohl spekuliert, er könne Judin die Scheibe vom Stock wegstechen. Und Judin elegant an ihm vorbei zum 3:2. Schade, eine 3:1-Führung nach dem ersten Drittel hätte natürlich dem SC Bern gut getan, aber auch dieses Resultat lässt sich natürlich sehen. Gestern stand es 0:0 nach dem ersten Drittel und es war tatsächlich nicht berauschend, was der SC Bern geboten hat. Alleine die ersten 17 Minuten des Startdrittels heute entschädigen für das Spiel von gestern. Die Berner spielen auch wesentlich konsequenter auf den Mann, was den Sowjets offensichtlich nicht gefällt. Sie gewinnen einige Zweikämpfe, die sie gestern bei weitem nicht für sich entscheiden konnten. Und auch die Pässe kommen genauer an. Leuenberger. Wieder Sven Leuenberger, der Nationalverteidiger. Der Gegenzug über Yashin. Rauch. Eine lustige Situation, da wollte Clavien checken. Der Sowjet listig hat das durchschaut und ihn auflaufen lassen. Kein Problem für Renato Tosio. Er hätte eigentlich Grund, etwas optimistischer reinzuschauen. Bill Gilligan, der gestern von seiner Mannschaft ziemlich enttäuscht wurde. Bakumutov, Berci. Auch etwas planlos gespielt jetzt von Dynamo, die sich allerdings jetzt doch festsetzen können im Drittel des SC Bern. Die letzte Minute läuft, nur kein Tor jetzt. Schimperli, zwei Strafminuten noch gegen Kyenzi. Dies wäre wirklich nicht nötig gewesen, vor allem wenn man weiß, dass Schiedsrichter Nieminen recht kleinlich pfeift. Nochmals diese Situation. Ja, etwas spektakulär, aber man kann diese Strafe durchaus geben. Da hat sich der Sowjet etwas fallen lassen. Aber die Linie von Schiedsrichter Nieminen war bisher immer klar. Er hat diese Dinge nie im ganzen Spiel bisher toleriert. Jetzt noch die Chance zum Ausgleich und da fällt er. Die Nummer 5, Frolov ist es,
der 24 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels den Ausgleich erzielen kann. Die Devise für die Berner kann also nur lauten, ja, keine Strafe, denn die Sowjets sind äußerst gefährlich im Powerplay. Man kennt dies von der Nationalmannschaft her und wenn es der russische Meister ist, dann dürfte dies wohl kaum anders sein. Frolov findet die Lücke, das 3:3. Die Zeit verstreichen lassen, das Motto jetzt von Rexi Ruotsalainen und dies meines Erachtens ein Fehlentscheid. Ruotsalainen hat die Scheibe nach der blauen Linie gespielt, trotzdem die Entscheidung Redline Offside abgepfiffen, deshalb 3 Sekunden vor Ende des ersten Drittels noch ein Bulli an der blauen Linie des SC Bern. Thomas Vrabec gewinnt es. Damit steht es nach 20 Minuten 3:3 unentschieden. Ein gutes erstes Drittel, vor allem vom Schlittschuhclub Bern, der sich gegenüber gestern gewaltig gesteigert hat. Und wenn er dies durchziehen kann, dann ist ihm heute durchaus eine Überraschung zuzutrauen. Wir melden uns wieder zu den Höhepunkten des ersten Drittels. Bis dahin eine kleine Pause. Würste von der Kalchinjuk gegen Thomas Vrabec und der Bündner im Team des SC Bern bleibt Sieger. Der erste Angriff über Ruotsalainen. Vrabec! Hagmann. Jetzt müssen die Berner aufpassen. 3 gegen 1. Überzahlspiel. Gut aufgepasst von Rexi Ruotsalainen, der diese schwierige Situation bereinigen konnte. Aber immer noch die Sowjets im Angriffsdrittel. Renato Tosio mit der Fanghand, dazwischen nach ganz genau 38 Sekunden im Mitteldrittel. Auch er ein Bündner im Team des SC Bern, Renato Tosio, beim EHC Chur groß geworden, jetzt seit einigen Jahren in Bern die Stütze der Mannschaft und natürlich auch unserer Nationalmannschaft. Triolzi kann sich die Scheibe angeln. Die Berner wollen die Scheibe nicht einfach wegspedieren, sondern aufbauen. Das hat sich in diesem Fall gelohnt. Gut, auf Leuenberger. Das 4:3 wollte ich sagen, doch Peter Bertschi schießt daneben. Ja, solche Möglichkeiten, die bieten sich gegen den sowjetischen Meister natürlich nicht allzu oft. Peter Bertschi mit der großen Chance zum 4:3 Führungstreffer nach 90 Spielsekunden. Da sehen wir die Situation noch einmal. Die Hälfte des Tores offen oder fast das ganze Tor und trotzdem trifft er nicht. Es bleibt beim 3:3. Montandon verliert zwar das Bulli, aber Burillo hat sich die Scheibe zurückgeholt. Clavien. Burillo, da hätte man Beinstellen pfeifen können.
Ich habe es bereits gesagt, Schiedsrichter Nieminen ging wahrscheinlich nach der Devise vor, am Anfang streng und dann eher ein bisschen nachlassen als umgekehrt. Wenn die Partie überbordet, dann ist es immer schwierig, härter durchzugreifen. Jetzt allerdings auch eine kapitale Möglichkeit für Dynamo Moskau. Zwei vergebene Chancen auf beiden Seiten, also ausgeglichen, nicht nur das Resultat, auch das Chancenverhältnis im zweiten Abschnitt. Karamnov. Etwas zu theatralisch für Schiedsrichter Nieminen. Oh, Tosio mit einem großen Fehler. Mit viel, viel Glück kommt er hier um den vierten Treffer herum. Da hat er sich etwas zu viel zugetraut, Renato Tosio hinter dem eigenen Tor. Gut, der Check von Küenzi. Baumgartner mit Schwierigkeiten, wie schon gestern im Spiel gegen Ljubljana. Howald, jetzt Baumgartner wieder an der Scheibe. Und diesmal das Zuspiel gut und präzise auf Hirschi. Howald elegant, diesmal gibt es eine Strafe, obwohl auch Patrick Howald hier ein bisschen nachgeholfen hat. Nochmals diese brenzlige Situation, ausgelöst von Renato Tosio. Allerdings ohne Folgen für unseren Nationaltorhüter. Jetzt bringen uns die Sowjets ein bisschen in Verlegenheit, nicht nur uns, auch den Stadionlautsprecher. Die Nummer 24 sitzt auf der Strafbank und die Nummer 24 hat eigentlich gestern schon gespielt, doch niemand weiß, wer das ist. Es existiert keine Nummer 24 auf keiner auch noch so alten Mannschaftsliste von Dynamo Moskau. Uns interessiert es im Moment eigentlich nicht, sondern uns würde vielmehr interessieren, ob der SC Bern dieses bisher gute Powerplay auch mit einem Tor abschließen kann, egal wer auf der Strafbank sitzt. Rexi Ruotsalainen läuft immer noch seinem ersten Saisontreffer hinterher und diesmal war er ganz, ganz nahe dran. Rabetz, Ruotsalainen holt sich die Scheibe. Hinter dem Tor, sehr schön gemacht zu Horak. Ja, Ruotsalainen hat viel Schwung ins Spiel des SC Bern heute gebracht. Doch nicht nur er, auch die anderen Spieler des SC Bern wesentlich engagierter und präziser gegen den sowjetischen Meister. Nach 5 Minuten und 5 Sekunden im zweiten Drittel steht es 3:3 und noch 46 Sekunden die Strafe gegen Mr. Unbekannt Nummer 24 im Team von Dynamo Moskau. Die andere Nummer 24 und der ist bekannt, Peter Bertschi im Kleinkrieg vor dem Tor. Jetzt Horak an der Scheibe. Tor! Trefilov war die Sicht verdeckt. Gut der Flachschuss von Gregor Horak, der den Weg ins Tor findet. 4:3 führt der SC Bern und damit hat er seine Powerplay-Bilanz auch aufgebessert.
zwei Tore in Überzahl. Gregor Horak mit dem 4:3. Nur keine Strafe jetzt kassieren. Das wäre schon die halbe Miete für den SC Bern, der jetzt allerdings auch eine schlechte Raumaufteilung hatte. Vier Spieler hinter dem eigenen Tor und drei Sowjets waren Mutterseelen allein an der blauen Linie. Triolzi, Rucci kann beruhigen hinter dem eigenen Tor. Lässt sich jetzt auswechseln. Immer noch die Nummer 12, Koroljew. Wieder der 30er Sturm auf dem Eis. Rockenmoser, die 37, verliert die Scheibe. Burillo, die 32, kann bereinigen. Und Montandon, die 35, lauert auf der linken Seite. Der schnelle Gilles Montandon ist immer für einen Gegenstoß gut. Aber vorerst die Moskowiten. Renato Tosio, der sichere Rückhalt für den SC Bern. Aber die Gefahr noch nicht bereinigt. Montandon mit einem dieser angetönten Gegenstöße. Und schon geht es in die andere Richtung. 4:2. Glück für den SC Bern in dieser Situation. Das Tor war offen, der Abpraller kam auf den Stock eines Sowjets. Doch im letzten Moment konnte ein Berner dazwischen fahren. Der SC Bern im Moment etwas unter Druck. Auch diese Situation gefährlich. 6 Sowjets auf dem Eis, zeigt der Linienrichter an. Und dies gibt natürlich 2 Strafminuten. Währenddem wir nochmals diese ausgezeichnete Möglichkeit für Dynamo Moskau sehen. Diskussionen jetzt, wer auf die Strafbank soll. Es muss natürlich einer dieser 6 Feldspieler auf die Strafbank und es ist Dorofev, der die Strafe für seine Kollegen absitzen muss. Die Chance für den SC Bern, die Powerplay-Statistik noch besser zu gestalten. Und der Schlittschuhclub Bern tut dies mit Hackmann, Ruotsalainen, der jetzt an der Scheibe ist, Howald. Und natürlich ist wieder Thomas Vrabec auf dem Eis, der mir heute, wie schon gestern Abend, sehr gut gefällt. Und der 5. Mann ist dieser, die Nummer 14, Andreas Beutler. Wieder Beutler. Ruotsalainen, viel Platz jetzt für den Finnen. Gut, auf Hackmann, aber schlecht die Scheibenannahme. Leuenberger muss zurückeilen und mit viel Glück kann er diese Situation bereinigen. Howald. Thank you.
Noch ganz genau 58 Sekunden muss dieser Mann, Dorofeev, auf der Strafbank sitzen. Die Möglichkeit für Bern mit 5:3 in Führung zu gehen. Eine Zweitore-Führung wie schon im ersten Drittel, als die Berner durch Havers auf 3:1 davonziehen konnten. Bis jetzt allerdings das Powerplay nicht besonders effektiv. Vielleicht gelingt es jetzt. Gefährlich der Ablenker von Horak auf diesen Schuss von Leuenberger. Aber erneut können sich die Sowjets befreien und ihrerseits sogar zu einer Chance in Unterzahl kommen. Jetzt ist die Strafzeit abgelaufen. Nach 9 Minuten und 56 Sekunden im Mitteldrittel führt der Schlittschuhclub Bern gegen den sowjetischen Meister Dynamo Moskau mit 4:3 nach dem Treffer von Gregor Horak im zweiten Abschnitt. Unerlaubter Befreiungsschlag, Eingabe vor dem Tor von Andrei Trefilov, der sich gestern nicht besonders auszeichnen konnte. Er war kaum beschäftigt beim 6:0-Sieg gegen Polonia Bytom. Heute kann er sich über Arbeit nicht beklagen. Bereits viermal bezwungen. Und dies nach der Hälfte der Partie. Kienzi. Hirschi kann nachsetzen. Jetzt allerdings die Scheibe draußen. Kienzi mit einem guten Check. Wieder ein bisschen engagierter jetzt die Berner, die nachsetzen, die offensiver spielen, die sich nicht mehr so stark zurückziehen. Aber diese Spielchen könnten ins Auge gehen. Fliegender Wechsel auf beiden Seiten für die Berner kommt. Der Sturm mit Thomas Brabetz, Howald und Hagmann. Eine Strafe gegen Thomas Brabetz. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann war das eine Schwalbe im November. Entsprechend ärgert sich auch Thomas Brabetz. Wir sehen diese Situation jetzt noch einmal vor dem Tor. Jetzt, ja, da fliegt er wunderschön, ohne gegnerische Einwirkung. Aber im Eishockey wird halt ab und zu auch eine gute schauspielerische Leistung mit 2 Minuten belohnt. Der Flug von Patrick Howald war auch nicht ohne. Und dies hat ja dann das 4:3 durch Horak gebracht. Dreimal waren die Sowjets erfolgreich im Überzahlspiel. Wollen wir schauen, ob dies auch im vierten Anlauf den vierten Treffer bringt. Beutler.
Sehr gut ziehen sie die vier Berner auseinander. Sehr schön die Raumaufteilung. Vor dem Tor lauert die Nummer 31, Bakumutov. Eine Minute und 13 muss Thomas Brabec noch auf der Strafbank bleiben. Wir hoffen es wenigstens, dass er noch so lange draußen bleiben muss. Denn das würde ja bedeuten, dass der SC Bern für einmal diese Strafe überstehen würde. Es braucht natürlich einen Renato Tosio in Superform im Tor. Bisher hat er tadellos gehalten. Vor allem die Abpraller sind gefährlich. Immer wieder lauert ein russischer Stürmer vor dem Tor. Das hätte das 4:4 sein können oder sein müssen. Die Nummer 21, Kaidarov, der schon das 1:0 erzielt hatte, mit dieser guten Chance. Wieder Kaidarov. Viel, viel Glück jetzt. Judin über die Scheibe geschlagen. Frolov, Judin lauert auf der anderen Seite. Triulzi kann befreien, sehr zur Freude der Zuschauer. Noch 20 Sekunden sitzt Thomas Brabec draußen. Gefährlich, 3 gegen 2 jetzt. Da hat man schlecht gewechselt beim SC Bern. Natürlich muss man die Gelegenheit benutzen, wenn die Scheibe weggespielt ist, zu wechseln. Aber gleich 3 aufs Mal. Das war ein bisschen viel Risiko und es ist Tatsache, der SC Bern übersteht diese Strafe gegen Thomas Brabec. Es bleibt beim 4:3 nach knapp 14 Spielminuten. Brabec gleich mit einer harten Aktion im Zweikampf, aber diesmal sauber. 2 gegen 1, das Tor zum 4:4. Diesmal im Vollbestand die Nummer 19, Yashin, der Torschütze zum 4:4. Die beiden Berner, Clavien und Tosio, haben da wohl auf das Zuspiel gelauert. Yashin schoss selber, richtigerweise, wie das Ergebnis zeigt. Diesmal hat er die Scheibe, Renato Tosio. Mit einem weiten Hecht vor seinem Tor. Der SC Bern jetzt in argen Nöten, immer wieder schlechte Zuspiele und Überzahlsituationen. Ein Pfostenschuss. Oh, viel, viel Glück jetzt für den SC Bern. Der Pfostenschuss von Chargordorski. Nochmals. Die Situation in der Wiederholung, der Pfosten rettet für Renato Tosio.
In der Zwischenzeit sind auch diese kleinen Rempeleien überstanden. Die Spieler wieder bereit nach 14 Minuten und 40 Sekunden im Mitteldrittel. Steht es zwischen Schweizer Meister SC Bern und Dynamo Moskau 4:4 unentschieden. Und dies sicherlich nicht unverdient. Der SC Bern hat sich klar gesteigert gegenüber gestern. Und Dynamo Moskau vor allem in Überzahlsituationen zwingend, jetzt allerdings auch in den letzten Minuten etwas feldüberlegen. Die SC Bern Chancen immer ein bisschen weniger. Diese Trommeln blieben gestern unbenutzt, die Fans konnten sitzen, heute trommelt es wieder im Almenstadion und bisher können die Fans auch zufrieden sein mit dem Gebotenen. Ein unterhaltsames Spiel auf ansprechendem Niveau, obwohl offensichtlich der Europacup von den Spitzenmannschaften in Europa nicht immer ganz ernst genommen wird. Man will zwar ins Finalturnier, jetzt eine Chance für Rabbit. Die Mannschaften wollen zwar Europacup-Sieger werden, aber der Stellenwert, der beispielsweise der Fußball-Europacup hat, von dem ist man noch sehr, sehr weit entfernt. Man hat mir erzählt, dass der SC Bern im Jahre 74, 75 in der zweiten Runde gegen den Berliner SC gespielt hat und dass damals das Almenstadion innerhalb von 4 Stunden ausverkauft war. Doch dies sind im Eishockey-Europacup eher Seltenheitssituationen. Lediglich letztes Jahr in Düsseldorf war die Zuschauerresonanz recht gut. Vier Minuten und 30 verbleiben im Mitteldrittel noch zu spielen. 4:4 der Spielstand. Und wir hoffen, dass der SC Bern sich ein bisschen erholt hat, jetzt von dieser Druckperiode der Russen. Es macht den Anschein, vorher diese Möglichkeit für Brabetz und jetzt allerdings eine 2-Minuten-Strafe gegen Triulzi angezeigt, abgepfiffen. Triulzi macht's vor, er hat Schiedsrichter Nieminen gezeigt. Der Spieler ist doch nur gesprungen, über meinen Stock gesprungen. Doch kein Erbarmen des finnischen Head-Schiedsrichters. 2 Strafminuten. Hier nochmals diese Situation. Ja. Da war der Stock schon im Spiel. Diese Strafe ist durchaus vertretbar. Roberto Triulzi, ein paar Wochen out wegen einem Armbruch. Gestern hat er zum ersten Mal wieder gespielt. Und auch er, wie der andere Verletzte, Alan Havers, mit einer guten Leistung in einem schwachen SCB-Kollektiv, das jetzt den erneuten Ansturm der Russen zu überstehen hat. Dreieinhalb Minuten vor Ablauf des zweiten Drittels. Ruhezahleinen. Und Beutler. Bereits 40 Sekunden der Strafe verstrichen. Aber die Sowjets natürlich immer noch im Angriffsdrittel drin. Im Scheibenbesitz. Der Nachschuss und das Tor zum
5:4, also erneut sind die Russen erfolgreich im Überzahlspiel. Die Nummer 20, Karamnov, der Torschütze im Nachschuss, nachdem Kasparaitis Renato Tosio zu einer Parade gezwungen hat. Das Tor aus einer anderen Perspektive für die Abwehr von Tosio, der Nachschuss von Karamnov, das 5:4. Ein kleiner Dämpfer natürlich jetzt für den SC Bern. Der jetzt aufpassen muss, dass nicht noch das 6:4 fällt. Wieder eine Strafe angezeigt gegen einen Berner. Und diesmal ist es Renato Tosio, der eine 2-Minuten-Strafe kassiert. Wir wollen uns noch einmal anschauen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Da wird mit Haken und Ösen gekämpft. Zweimal ein Schlag gegen den Kopf von Karamnov. Und dann vielleicht der Crosscheck. Ja, Leuenberger mit einem Crosscheck. Klar, die Strafe gegen Sven Leuenberger, nicht Renato Tosio hat also das Foul begangen, sondern dieser Mann hier, Sven Leuenberger. Nach 37 Minuten und 46 Sekunden im zweiten Abschnitt. Eingeblendet. Die letzten beiden Spielminuten laufen im Almenstadion und Dynamo wieder mit einem Überzahlspiel. Da muss Renato Tosio aufpassen, wenn er die Scheibe mit dem Stock hinausspielt, dann läuft er in Gefahr, 2 Minuten zu kassieren. Und Schiedsrichter Nieminen hat sich tatsächlich zum Punktrichtertisch begeben. Was ist die Entscheidung? Tatsächlich 2 Strafminuten gegen Renato Tosio, weil er die Scheibe aus dem Ring gespielt hat. Da gibt es nichts zu reklamieren. Die Regel, die ist klar, die kennt auch Renato Tosio. Wahrscheinlich wollte er die Scheibe nicht über die Bande hinausspielen. Aber die meisten Zuschauer werden wohl diese Regel nicht kennen und sind deshalb natürlich erbost. Ein Pfeifkonzert für Schiedsrichter Nieminen, der für diese Regel natürlich nichts dafür kann. Er interpretiert einfach die Regeln. Dafür ist er da und dafür kann man ihn nicht auspfeifen. Ich hoffe, dass die Fans in Bern diese Regel in Zukunft kennen und dann nicht mehr pfeifen müssen. Horak nimmt Platz anstelle von Renato Tosio. Papier.
Fetzen jetzt auf dem Eisfeld und dies hilft natürlich sicherlich nichts. Während 1 Minute und 35 Sekunden, also 5 gegen 3 Feldspieler. Doch ich könnte mir vorstellen, dass wenn sich der SC Bern ein bisschen geschickt verhält, dass Schiedsrichter Nieminen durchaus zu einer kleinen Kompensation bereit wäre. Allerdings jetzt die Möglichkeit für die Russen, für Dynamo Moskau. Ruetzlein dazwischen. Immer noch die Scheibe im Verteidigungsdrittel des SC Bern. Montando, aufsässig, gut, jawohl. Jetzt holt sich Montando die Scheibe. Kann befreien, sehr zur Freude der Zuschauer. Blitzschnell der Wechsel. Diesmal hat es geklappt. Kühnzig hat sogar noch Zeit, 1-2 Sekunden rauszuschinden. 50 Sekunden noch, 5 gegen 3, dann 5 gegen 4. Judin. 3 dazwischen. Gut, Renato Tosio bei diesem Schuss von Frolov. Wer hätte das gedacht? Bei 5 gegen 4 fallen die Tore wie reife Früchte, wenn die Dynamo-Mannschaft mit 5 Feldspielern antreten kann. Aber jetzt mit 5 gegen 3 haben sie offenbar ein bisschen mehr Mühe. Allerdings bleiben ihnen noch 32 Sekunden der Strafzeit gegen Sven Leuenberger. Und noch 57 Sekunden, dann sitzt Gregor Horak anstelle von Renato Tosio auf der Strafbank. Beutler kann die Scheibe nicht ergattern. Rabetz und Howald ist der dritte Mann. Wieder Rabetz geschickt, die Rahmenaufteilung der drei. Jetzt können sich die Berner befreien und noch 5 Sekunden dauert die Strafzeit gegen Sven Leuenberger, die jetzt abgelaufen ist. 5 gegen 4, das ist immer noch sehr, sehr viel Gefahr für Renato Tosio und seine 4 Mitspieler auf dem Eis. Aber auch in 10 Sekunden ist es vorbei. Das heißt, 11 Sekunden sind es noch ganz genau, aber in der Zwischenzeit ist das zweite Drittel beendet. Dynamo Moskau führt mit 5:4 Toren, nachdem Gregor Horak in der 25. Minute den SC Bern mit 4:3 in Führung bringen konnte. Dann aber die beiden Treffer durch Yashin und Karamnov zum 4:4 und 4:5 zugunsten von Dynamo Moskau. Wir melden uns wieder mit den Höhepunkten. Attraktiv die Austragung dieser Halbfinalturniere. Doch jemand muss es ja machen. Schön gestoppt von Schiedsrichter Nieminen. Und jetzt können die Berner wieder aufbauen über Leuenberger. Direkt vor unserer Kamera der Zweikampf zwischen Montandon und Koroljew.
mit ein bisschen Fantasie kann man auch die kyrillische Schrift Koroljew entziffern. Allerdings wären wir immer noch froh, wenn jemand, der die kyrillische Schrift beherrscht, auch den Namen der Nummer 24 herausfinden könnte. Im Moment sind wir froh, dass er noch kein Tor erzielt hat. Auch die Verantwortlichen beim Punktrichtertisch, denn auch auf dem Matchblatt ist keine Nummer 24 eingetragen. Ich hoffe einfach, dass das keine Schwierigkeiten gibt für die sowjetische Mannschaft, denn mindestens auf dem offiziellen Matchblatt müssten doch alle Spieler, die spielen, eingetragen sein. Eine Kuriosität übrigens auch noch mit den Sowjets. Bei einer anderen Sache, sie haben zwar einen Ersatztorhüter mitgenommen, aber diesen nicht gemeldet beim internationalen Eishockeyverband. Und da es nicht möglich ist, noch Spieler nachträglich nachzumelden, müsste im Falle einer Verletzung oder im Falle einer Matchstrafe gegen Torhüter Trefilov ein Spieler die Torhüterausrüstung anziehen. Er hätte dazu 10 Minuten Zeit. Dies zu tun, dies wäre natürlich eine Kuriosität sondergleichen. Ein Feldspieler im Tor. Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass es zu dieser Situation kommen wird. Bereits wieder 2 Minuten gespielt im Schlussdrittel. Dynamo Moskau führt gegen den SC Bern mit 5:4. Dies nachdem die Berner einmal mit 3:1 und mit 4:3 Toren geführt hatten. Beinahe wäre hier wieder Brabetz auf und davon gegangen. Ganz knapp ist ihm der Puck über den Stock gerutscht. Eine schöne Stilstudie hier von Martin Rauch, dem Captain des SC Bern, im Zweikampf mit einem Sowjet. Jetzt Martin Rauch wieder an der Scheibe. Strafminuten gegen einen Dynamo-Spieler. Haken hat Schiedsrichter Nieminen angezeigt und wieder ist es die Nummer 24, der auf die Strafbank gehen muss. Jetzt haben sie einen Namen gefunden, Andrei Kolischiw, also die Nummer 24. Das Rätsel ist gelöst. Berci Ruotsalainen, wieder Rexi Ruotsalainen. Schwierigkeiten jetzt der Berner, eine Lücke in der Abwehr der Sowjets zu finden. Ruotsalainen unternimmt einen erneuten Anlauf. Triulzi. Sehr schön gemacht. Trefilov bestechend sicher. Hier nochmals eine Aktion der Nummer 6 des SC Bern, Thomas Kühnzi, dem ich vorher irrtümlicherweise Martin Rauch gesagt habe. Es kommt mir immer wieder vor, ich weiß nicht warum, die Nummer 6 und 7 des SC Bern verwechsle ich zu oft. Ich möchte mich bei allen
Rauch- und Kürnzi-Fans entschuldigen. Die Nummer 6 ist Thomas Kürnzi und die Nummer 7 ist Martin Rauch. Montandon findet die Lücke. Trockenmoser setzt nach Montandon. Burillo, aber wieder niemand vor dem Tor. Rucci, der Verteidiger, ist aufgerückt. Jetzt Rucci an der Scheibe, allerdings ungenügend das Zuspiel, deshalb Dynamo im Angriff. Leuenberger unternimmt einen neuen Anlauf, noch 18 Sekunden Strafzeit gegen Kolischin, die Nummer 24. Hirschi kann sich durchsetzen. Die Strafe abgelaufen. Rauch kann die Scheibe ergattern, aber schlecht das Zuspiel auf Clavien. Kovaljev im Zweikampf dort mit Rabetz. Etwas zerfahren jetzt das Spiel, wenig Linie. Beutler verliert prompt die Scheibe und läuft jetzt in Gefahr, eine Strafe zu kassieren. Rabetz, Beutler erneut ungenügend das Zuspiel. Jetzt Hagmann, vielleicht der Gegenzug. Jawohl, Howald. Und schon geht's ab in die andere Richtung. Ruotsalainen. Leuenberger. Wieder Sven Leuenberger. Sehr aktiv heute mit guten Zuspielen. Triolzi. Ja, warum nicht? Auch aus solchen Situationen sind schon oft Torhüter überrascht worden, weil sie auf einen Pass vors Tor spekuliert haben. Ein Schuss in die kurze Ecke könnte durchaus einmal den Weg ins Tor finden. Hier lässt sich allerdings Trefilov nicht überlisten. Es bleibt beim 5:4 für Dynamo Moskau. Gespielt sind 7 Minuten und 12 Sekunden im letzten Drittel. Rautin. Akhmutov leitet weiter. Montandon.
Diesmal sage ich es hoffentlich richtig. Diesmal war es Martin Rauch mit der Nummer 7. Eine Möglichkeit für Bern. Ganz knapp verfehlt hier Jakubow die Scheibe, deshalb unerlaubter Befreiungsschlag nach ganz genau 8 Minuten im letzten Drittel. Baumgartner und Kühnzi, die beiden Verteidiger, Horak, Hirschi und mit der Nummer 8 Schümperli, die drei Angreifer, die dieses kleine Spielchen vor dem Tor von Trefilov wiederholen müssen. Unerlaubter Befreiungsschlag. Bill Gilligan äußerst erfolgreich. Zweimal wurde er schon Meister mit dem SC Bern. Viermal in Klagenfurt. Lediglich vorletzte Saison wurde Bill Gilligan nicht Meister. In seinen 7 Trainerjahren 6 Meistertitel, eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Ja, mit dieser Chance konnte Horak natürlich nicht rechnen, dass diese Scheibe so präzise vor seine Füße abgelenkt würde. Harte Zeiten für die Betreuer auf der Strafbank. Und ein skeptischer Blick hinten rein. Er hat es überlebt. Die Partie geht weiter nach 8 Minuten und 50 Sekunden. Ruetzalainen, Beutler, Brabetz, Hagmann. Ruetzalainen schießt er seinen ersten Treffer? Die Antwort heißt vorläufig nein. Aber diese Linie mit Howald, Brabetz und Hagmann, die gefällt mir ausgezeichnet. Die ist wirkungsvoll. Er arbeitet sich Chance um Chance. Und auch dieser Mann bisher sehr gut. Sven Leuenberger zusammen mit Rexi Ruetzalainen, der sich jetzt auswechseln lässt. Er macht Daniel Rucci Platz. Leuenberger, der Nachschuss. Gemeinsam können die beiden Russen die Scheibe im Handschuh von Trefilov unterbringen. Aber diese zwei guten Möglichkeiten für den SC Bern, die sollten so etwas wie das Startsignal zur Schlussoffensive sein. Etwas mehr als 10 Minuten verbleiben dem SC Bern aus dem 5:4 noch ein 5:5 zu machen oder vielleicht sogar wie gestern sogar noch die Führung zu erzielen. Triolzi beim Bulli bleibt Sieger. Horak. Da lässt sich Judin natürlich nicht überlisten mit solchen Tricks. Rucci. Wieder viel Platz für die Russen. Kalchenyuk. Und für einmal auch ein unpräzises Zuspiel eines sowjetischen Spielers. Mit der 21 war es Kaidarov. Frolov. Renato Tosio in glänzender Verfassung. Sonst hätte hier Frolov den 6. Treffer erzielt. Nochmals diese Aktion.
erneut mit der Fallhand dazwischen. Renato Tosio, der sichere Rückhalt des SC Bern. Und auch schon in der Nationalmannschaft hat der Schweiz schon den einen oder anderen Punkt gesichert oder gerettet. Rockenmoser verliert die Scheibe. Rauch. Ein Missverständnis. Montandon holt sich die Scheibe. Rockenmoser. Clavien findet keinen Anspielpartner jetzt in Rockenmoser. Jakubow. Beutler zu Ruotsalainen. Bautin hinter dem eigenen Tor, auch er mit Schwierigkeiten einen Mitspieler zu finden. Wieder Bautin. Noch 8 Minuten. Ruotsalainen versuchte es mit einem Steilzuspiel. Wieder Ruotsalainen. Trefilov war aus dem Tor, deshalb richtig, dass Ruotsalainen versucht hat, aus spitzem Winkel aufs Tor zu schießen. Gut. Schimperli allerdings gegen 3 Dynamo-Spieler, machtlos, der Gegenzug. Wieder bestechen sich Rexi Ruotsalainen. Der zweite Anlauf. Es ist zum Haare raufen, sagt sich hier Petrenko. Renato Tosio wirklich in den letzten Minuten immer wieder dazwischen. Hier sehen wir es nochmals, in 2 Anläufen lässt er sich von Petrenko nicht bezwingen. Es bleibt beim 5:4 für Dynamo Moskau. Neuenberger, Hagmann. Kowald konnte die Scheibe nicht nehmen, weil es sonst Redline Offside gewesen wäre. Brabetz. Ein bisschen weit die Entfernung, aber trotzdem Trefilov mit einer kleinen Unsicherheit. 6,5 Minuten vor Ende der Partie steht es 5:4 zugunsten von Dynamo Moskau. Der Favorit also nach wie vor arg in Bedrängnis gegen einen SC Bern, der heute sein, sagen wir mal, Sonntagsgesicht zeigt. Nachdem er gestern wirklich nichts Erfreuliches geboten hat und trotzdem noch in letzter Minute mit 3:2 gegen Ljubljana gewinnen konnte. Triulzi, Offside von Peter Berci. In seinem Rücken ist Peter Berci ins Drittel hineingefahren, deshalb Offside abgepfiffen.
Judin, Kienzi, Perci nimmt Anlauf. Montandon lauert an der blauen Linie, allerdings zu ungenau dieses Zuspiel. Montandon holt sich die Scheibe zurück. Ganz genau 5 Minuten vor Ende dieses Spiels. Dynamo Moskau, viermal Meister in den frühen Geburtsstunden des sowjetischen Eishockeys 1947 und 54, zweimal dann 1990 und 1991. Jedes Jahr mit einigen Abgängen, unter anderem sind ja auch 4 ehemalige Dynamo-Spieler in der Schweiz. Leonov, der bekannteste bei Ambri, dann Yashin und Popichin in Davos und Wozhakov bei Chur. Während der berühmteste kurz vor Beginn der Saison Andrei Lomakin zu den Philadelphia Flyers ebenfalls transferiert wurde. Trotzdem ist diese Mannschaft, die jetzt zu einer weiteren Möglichkeit gekommen ist, durch die Nummer 12 Koroljew. Dynamo Moskau führt auch in der sowjetischen Meisterschaft klar die Tabelle an. Sie haben zwar am letzten Dienstag gegen Traktor Chelyabinsk den ersten Punkt abgegeben. Doch ich habe es bereits zu Beginn der Übertragung gesagt, da scheinen unerschöpfliche Reserven an guten Spielern in diesem Verein vorhanden zu sein. Wenn man jedes Jahr solche Abgänge verkraften kann und verkraften muss. Denn die Abwanderung der sowjetischen Spieler wird auch in den nächsten Jahren sicherlich noch zunehmen. Mit Glück jetzt der SC Bern am 6. Treffer vorbeigekommen. Damit bleibt die Spannung in den letzten 4 Minuten erhalten. Petrenko, Brucci, Howald. Gut, das Zuspiel, Redline Offside allerdings, abgepfiffen. Sonst hätte Marco Hagmann alleine auf Trefilov losziehen können. Da sehen wir nochmals die Chance zum 6. Treffer für Dynamo Moskau. Harte Zweikämpfe jetzt und wie angekündigt lässt Schiedsrichter Nieminen einiges durch, nachdem er zu Beginn recht kleinlich gepfiffen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schiedsrichter Nieminen das gleiche passiert wie gestern dem italienischen Schiedsrichter, der in den letzten 2 Minuten noch eine recht kuriose Strafe gegen die Slowenen abgepfiffen hat und deshalb dem SC Bern die Chance ermöglichte, das 3:2 durch Leuenberger dann doch noch zu erzielen. Ruotsalainen, immer noch der Finne,
Schlecht das Zuspiel, Rockenmoser setzt nach. Jetzt der Gegenzug, da hat man die Nummer 13, Ilin, ganz alleine gelassen. Aber der Pass kam nicht an, zum guten Glück für den SC Bern. Noch 2,5 Minuten. Montandon, wieder Ruhe zu leinen. Fliegender Wechsel, neue Spieler beim SC Bern. Howald ist einer dieser neuen. Sie sehen die eingeblendete Uhr, 2 Minuten verbleiben dem SC Bern, noch den Ausgleich zu erzielen. Allerdings sind die Chancen nicht besonders häufig gewesen. Jetzt die Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung und sie fällt das 6:4 durch die Nummer 10, Dorofev. 1:45 vor Ende dieser Partie entscheidet also Dorofev dieses Spiel. Damit erübrigt sich auch das Spielchen von Trainer Bill Gilligan, dass er vielleicht noch Torhüter Tosio aus dem Tor genommen hätte. 2 Tore aufzuholen gegen den sowjetischen Meister, das ist recht, recht schwierig. Schade, der SC Bern hätte es in der Hand gehabt, gegen den großen Favoriten aus Moskau zumindest ein Unentschieden zu erreichen. Eine entscheidende Phase war sicher im ersten Drittel, als die Berner mit 3:1 führten und dann allerdings wegen 2 relativ dummen Strafen von Berci und Küenzi jeweils in Unterzahl das 3:2 und das 3:3 hinnehmen mussten. Allerdings sollten die Berner mit einer solchen Leistung natürlich morgen gegen die Polen zum Erfolg kommen. Hier noch das 7:4, jetzt wird es doch noch ein bisschen krass. Jakubow, der Torschütze, präzise das Zuspiel, keine Chance, unhaltbar abgelenkt von Jakubow. 1 Minute vor Schluss der Partie. Erneut sehen die Schieds- und Linienrichter einen anderen Torschützen. Ich bleibe bei Jakubow, die Nummer 14, und nicht Nikolischin, die Nummer 24, hat das 7. Tor erzielt. Es ändert nichts für den SC Bern, der diese Partie also mit 7:4 verliert. Allerdings, und da bin ich stehen geblieben, kann er mit dieser Leistung natürlich gegen Polonia Bytom den 2. Sieg herausspielen und dann wäre er für das Finalturnier um die Weihnachtszeit in Turku qualifiziert. Vom 26. bis zum 31. Dezember, also das Finalturnier in Turku, gleichzeitig wie der Spengler Cup in Davos.
Die letzte Minute wird jetzt in Sekundenteilchen abgetragen. Noch ganz genau 35 Sekunden jetzt. Vielleicht noch ein letzter Angriff der Berner. Burillo, 10 Sekunden noch. Das Spiel.